Die weltweiten Börsen schauen auf die Medizin und natürlich auf Corona. Sputnik soll er heißen, der neue Impfstoff aus Russland. Und den will man auch kräftig vermarkten. Und man sieht bei der Wahl des Namens, worum es geht, um ein Wettrennen im Kampf um den Corona-Impfstoff. Forscher weltweit sind sich einig, was theoretisch funktioniert, kann dennoch in der Praxis scheitern. Denn jeder neue Impfstoff birgt Risiken und richtige klinische Studien in drei Phasen gibt es zum Sputnik-Impfstoff noch nicht. Unterdessen steigt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland. Die Zahl der Krankenhausfälle, die sinkt allerdings. Rund ein Drittel der Neuinfektionen wird verursacht durch Urlauber, die zurückkommen nach Deutschland. Wir schauen heute auf einen Todesfall in der VW-Spionage-Affäre. Wir gucken, welches Unternehmen Wirecard jetzt frühzeitig im DAX ersetzen wird. Und in den Top-Empfehlungen geht es um Daimler und die Chancen bei Silber. Und damit herzlich willkommen zu Inside Market X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Im Juni 2017 ging Delivery Hero auf dem Frankfurter Börsenparkett an die Börse. 3 Jahre später wird man nun Wirecard im DAX ersetzen. Ein rasanter Aufstieg, der vielleicht auch Folgen haben könnte. Ich habe damals vor 3 Jahren mit dem CEO von Delivery Hero, Niklas Östberg, gesprochen, denn ich war auch damals vor Ort beim Börsengang. Wir sind immer noch in einem riesen Wachstumsmarkt. Letztes Jahr sind wir mit 71% gewachsen. Und mit Wachstum und Größe kommt Profitabilität. Deswegen werden wir weiterhin noch investieren und Wachstum und Größe erzielen. Und dadurch kommt auch die Profitabilität. Sie haben ja verschiedene Portale, zum Beispiel pizza.de, Foodora. Wird es bei diesen einzelnen Portalen bleiben oder wird es irgendwann mal ein einzelnes Portal geben? Die Kunden sind unglaublich zufrieden mit den Märkten, mit dem pizza.de, Lieferheld und Foodora. Deswegen wollen wir das auch so behalten. Die Kunden wollen da ein bisschen einen unterschiedlichen Service bekommen und das werden wir dann auch liefern. Wo sehen Sie die Chancen der Aktie? Wird die bald noch mehr steigen? Da kann ich nur spekulieren und das ist eigentlich nur unwichtig. Wichtig ist es, dass wir die Ergebnisse erzielen. Und dadurch wird auch die Aktienkurse langfristig auch reagieren. Den Umsatz konnte man in den letzten Jahren drastisch steigern, auch weil man zum Beispiel das Deutschlandgeschäft an den niederländischen Konkurrenten Takeaway verkauft hat. Aber reicht das? Denn operativ schreibt das Unternehmen weiter rote Zahlen. Der DAX ist die erste Bundesliga. Wenn man dort vertreten ist, dann müssen die Fondsmanager die Aktie kaufen. Man ist also in aller Munde, definitiv. Und das ist auch für das Unternehmen grundsätzlich positiv. Aber natürlich muss man sich auch diesen Rang weiter verdienen. Man weiß natürlich nicht, was passiert. Wenn Corona vielleicht mal irgendwann, so hoffen wir ja alle, dann nicht mehr da ist, dann wird man schauen, ob das Geschäftsmodell noch so zutreffend ist, man weiterhin auch dann bereit ist, Essen zu bestellen. Tatsächlich dann doch wieder in die Restaurants geht, was ja auch ein Erlebnis ist. Das wird man abwarten müssen. Das heißt, man hat jetzt Freude, aber die Verantwortung, die ist auch relativ hoch, eben diesen Platz im DAX verteidigen zu können. Die Abhöraffäre bei VW hat eine dramatische Wendung genommen. Der mutmaßliche Spitzel und ehemalige Mitarbeiter soll verstorben sein. Demnach soll es sich bei der Leiche, die am Montagabend in einem kleinen Ort nahe Helmstedt in einem brennenden Auto gefunden wurde, um den Verdächtigen handeln. Am Körper der Person sei jedoch keinerlei Fremdeinwirkung festzustellen gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Ja, der Deutsche Leitindex schaut natürlich auch auf die Themen wie Impfstoff und Corona. Diese Woche ist er über die 13.000-Punkte-Marke zur Wochenmitte gegangen. Ja, wie schaut es aus beim Deutschen Leitindex? Wir haben zwar durchaus einige Probleme am Aktienhimmel. Die Konjunktur dürfte im Herbst noch einmal Schaden nehmen über Unternehmenspleiten, mehr Arbeitslose und sicherlich auch dann vielleicht Kreditausfälle, Überschuldung von Unternehmen. Aber wir haben sicherlich nach wie vor eine gute Situation. Warum? Das Geld bleibt billig. Wir wollen noch mehr seitens der Geldpolitik die Konjunktur kalt starten. Und Amerika ist zu erwarten, dass vor der Wahl noch einmal das Füllhorn an Arbeitslose ausgeschüttet wird. Das heißt, man muss es so formulieren, es ist immer schwieriger, Alternativen zum Aktienmarkt zu finden, auch wenn wir jetzt nicht unmittelbar neue massive Höchststände sehen werden.
Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsen- und Trading-Wissen vertiefen wollt, dann schaut auf die kostenlosen Börsenseminare der Tradinghaus Börsenakademie. Bequem von zu Hause könnt ihr daran teilnehmen. Die nächsten Termine am 14.08., also heute Börse für Einsteiger, erfolgreich an der Börse agieren. Exklusiver Marktausblick am 9. September mit André Stagge, 22. September Märkte im Chartcheck mit John Gossen und am 30.09. erfolgreich mit Blue Star handeln, das Trendfolgesystem richtig anwenden. Meldet euch am besten sofort an und sichert euch euren Platz unter trading-haus.de. Die Analysten der Tradinghaus Börsenakademie haben auch diesmal wieder zwei Top-Empfehlungen für euch herausgesucht. Die erste ist Daimler. Die Aktie befindet sich ja schon seit 2008 in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Durch die Corona-Krise ging es runter auf ein Tief von 20,94 Euro. Erst an dieser Stelle gelang es, eine tragfähige Trendwende einzuläuten. Die Analysten sehen eine Longchance. Gelingt es, einen nachhaltigen Tages- bzw. Wochenschlusskurs oberhalb von 40,55 Euro zu etablieren, steigen die Chancen auf einen fortgesetzten Kursanstieg der Daimler-Aktie auf 44 Euro spürbar an. Aber erst darüber dürfte ein größeres Kaufsignal in Richtung des 200-Wochen-Durchschnitts bei derzeit 52,02 Euro aktiviert werden und sich für ein mittelfristiges Investment anbieten. In den letzten Jahren steckte der Silberpreis in einem Abwärtstrend fest. Erst im Sommer 2019 konnte dieser überwunden werden. Nach einem Verlaufshoch bei 19,64 Dollar sammelten Marktteilnehmer zunächst Kräfte für einen weiteren Schwung. Die Analysten der Tradinghaus Börsenakademie sehen eine Longchance. Erst bei einem Niveau von 21,13 Dollar dürfte ein tragfähiger Boden entstehen und den Silberpreis übergeordnet auf 35 Dollar weiter hochdrücken. Geht es dagegen unter die Marke von 20 Dollar per Wochenschlusskurs abwärts, bleibt ein Test der Rundenkursmarke von 18 Dollar nicht aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch, Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Tradinghaus Börsenakademie.